Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu ARK. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind an unserer Lieblingsaufgabe immer noch dran. Rexe leveln. Wieso habe ich jetzt gar keine Damage-Zahlen? Wo sind meine Damage-Zahlen hin? Achso, ich bin im K-Modus. Sagt mir das doch. Ja, gerade ein bisschen blöd. Müssen wir ganz kurz mal die auffressen lassen. Bleibt hier. Sterbt ehrenvoll. Wie die Babys in Ark sterben müssen. Ah, komm, du noch. Und du auch noch. Bleib hier. Genau, komm zurück. Komm, die Puppe. Okay, sehr schön. Wieder einer mehr. Es ernährt sich nur ganz langsam hier, ne? Also die Eier brauchen halt lange. Bis sie mal droppen quasi. Aber es wird. Eines Tages sind wir hier fertig. In den letzten Kommentaren wurde geschrieben, dass man ja die Broodmother ja hauptsächlich mit Megatherium machen sollte, weil die einfach viel, viel stärker sind. Und gebe ich euch recht, Megatherien sind sehr, sehr stark für die Broodmother. Bei dem Alpha-Boss hat es ja auch relativ gut funktioniert, nur unsere bisher noch nicht so. Aber die, ganz ehrlich, die müssen ja eh weg. Ne? Die sind ja eh nur noch quasi Deko, die stehen hier nur noch rum, bisher haben wir mit denen nichts gemacht. Und ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal die Broodmother, beziehungsweise wir müssen jetzt mal gucken, was wir noch brauchen. Die Artefakte, Argy, Sarko, Sauropoden und Titanbohr. Ich glaube, wir müssen noch was besorgen. Und dann können wir beim nächsten Mal oder vielleicht auch dieses Mal mal gucken, wie schnell wir vorankommen. Dementsprechend nochmal den Boss probieren. Ich glaube, die Artefakte müssten wir ja haben. Ja, die haben wir sogar noch einmal. Argy haben wir. 5 Sauropoden noch. Titanbohr haben wir. Gut, Sarkos. Also Sauropoden und Sarkos müssen wir ein bisschen jagen gehen. Aber das sollte ja nicht das Problem sein. Da können wir noch ein bisschen Ausschau halten, ob wir was Neues mal wieder finden. Zum Tamen. Und da würde ich sagen, gehen wir da doch erstmal rein. Und ganz ehrlich, dann probieren wir es einmal. Die Artefakte sind ja schnell geholt. Den anderen Stuff, den du dafür brauchst, auch relativ schnell. Wir können ja nebenbei einfach noch ein bisschen Spinos mitnehmen, wenn wir sie sehen. Und dann probieren wir es einfach. Dann probieren wir es einfach. Und wenn sie drauf gehen, gehen sie drauf. Ist mir jetzt egal. Die Sättel, mein Gott. Beim letzten Mal gemerkt, das kriegst du ja relativ gut zusammen. So, bitte einmal Sterbi. Danke. Erstmal brauche ich bitte dein Sauropoden-Gedöns. 10 Sarkos waren das, ne? 10, ja, oh Gott. Prima zusammen irgendwie. Ja. Und dann könnt ihr ja mal reinschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr es geguckt habt, aber jetzt dementsprechend ist natürlich jetzt auch Primal Chaos online. Macht für den Anfang erstmal ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Mal was anderes wieder. Natürlich auch alles gemoddet mehr. Also da muss ich sagen, die Mods sind schon ziemlich geil. Auch gleich, dass du halt viel mehr lootest. Vielleicht überlege ich halt für Center da nochmal, das ein bisschen hochzudrehen, die Raten. Das ist, dass man zumindest ein bisschen schneller farmt. Mal gucken. Vielleicht belassen wir es aber auch dabei. So wie aktuell der Stand ist, wir werden es ja sehen. So, dann dementsprechend natürlich noch weiterhin die Rex auswachsen lassen. Welches Level hast du denn eigentlich? Da hätte ich auch ganz gerne irgendwann nochmal einen guten, ja, guten 20er, nee, den brauche ich nicht. Und wenn die Rexe fertig sind, würde ich am liebsten wirklich probieren wollen. Oh, erstmal den Rex weg. Ups. In links reinzugehen. In die Tech Cave. Also das würde ich zumindest ganz gern probieren wollen. Die einfachste Stufe. Und die Idee dahinter ist, mit dem Karcher voranzugehen und Rex im Schlepptau zu haben. Wird natürlich ein Akt, die da hochzubringen, beziehungsweise dann die Cryopods rauszuwerfen. Das ist halt einfach nur noch ein Zeitaufwand. Aber ich glaube, es könnte sich lohnen, dass wir es auch schaffen. Mal gucken. Meine einzige Angst ist, das weiß ich leider nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr das gerne mal reinschreiben, ob man die Dinos nach der Tech Cave verliert oder ob sie wieder da sind. Es gibt danach ja so eine Videosequenz. Und es kann, glaube ich, sein, dass die alle weg sind. Mal gucken, ob wir dann die Cryo kriegen in der Zeit. Ich weiß es leider nicht.
Ich kann es leider nicht sagen. Jetzt ist es natürlich auch dunkel geworden. Das ist natürlich perfekt für unsere Suche. Meine, die Großen finden wir relativ gut. Da haben wir schon vier sogar schon zusammen. Das geht schnell. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Sumpf reinmachen und gucken uns die freien Gebiete an, da wo man was sieht. Also so quer durch den Sumpf fliegen wollte ich jetzt nicht. Da können wir da unten nochmal die Spinos absuchen. Denn den Alpha-Drachen würde ich auch ganz gerne nochmal probieren wollen. Das sind so die Dinge, die ich ganz gerne noch machen wollen würde. Und dann haben wir Island auch schon fast abgeschlossen aus meiner Sicht. Weil die Alpha Cave, ich glaube, das wird zu hart für uns. Ich habe aktuell wirklich die Befürchtung, dass das viel zu hart für uns wird. So, damit haben wir die auch zusammen. Mal nachladen. Und dann heißt es Sarkos suchen. Beziehungsweise wir können ja erst einmal hier runter schwirren. Hier sind ja auch manchmal. Oh, das nehme ich natürlich mit. Wenn wir es schon hier haben, packen wir es ein. Was ist das? Der Rappetor. Rappetor. Ja, und dann, wenn wir den Karcher in der Rex Cave, in der Rex Cave, in der Tech Cave verlieren sollten, ist das auch nicht so wild. Ja, aber ich brauche ich nicht, die können wir beim nächsten Mal nochmal suchen. Ich sehe jetzt kein Spino. Das wäre traurig. Normal ist doch hier immer einer. Immer und immer wieder ist hier einer. Sip, sip, sip. Ja, gut, jetzt gerade nicht. Toll. Da ist ein Rex 65. Oh, ich freue mich so auf Center mit anderen Leveln, ne? Ich sag's euch. Dafür, ich finde Island wunderschön. Es ist eine wunderschöne Karte. Sie ist genau richtig aufgemacht. Aber dieser Dino-Level hier geht gar nicht. Ich glaube, dafür gibt es auch Mods, dass du dir das quasi modden kannst, dass mehr High-Level-Creatures spawnen. Muss ich sagen, war ich jetzt ein bisschen faul, mich dazu mit zu befassen. Aber gut, mit Center sehen wir ja halt auch immer was Neues. So, Sarkos 1 haben wir. Das ist natürlich noch ein großer Aufwand, den wir jetzt hier betreiben müssen, aber ich denke schon, dass wir die zusammenbekommen. Im Notfall hole ich den Rest selber zusammen. Und dann geht's mal rein in die Alpha Broodmother. Schon wieder. Was ist denn mit dir los? Der Barry auf dem Hügel. Da haben wir doch einen Sarko. Oh, hallo? Excuse me. Let me. Lass mich. Dafür musste ich ein, zwei von euch töten. Anders geht's nicht. So, hier an der Seite waren doch immer Sarkos. Immer. Zumindest immer dann, wenn man sie nicht sucht. Oh, ist das dunkel. Es ist echt dunkel geworden hier. Nichts. Ja, das wird dann noch ein Akt. Da? Ja, richtig gehört. Jetzt musst du nur noch sterben. Oh, natürlich.
Lass mich. Ich mag das nicht. Müssen wir ja leider doch durch den Sumpf hier durch. Boah. Das ist eine echt sumpfige Angelegenheit hier. Ja, das übrigens das. Oh, hallo. 35 männlich, na gut. Nee, danke. Ja, du bist aber schnell. Gehst du bitte woanders hin? Hallo. Auf damit. Lass das, ich mag das nicht. Du bist immer noch hinter mir. Okay. Abgeschüttelt. Was wollte ich denn gerade sagen? Achso, das Valentinstags-Event habe ich übrigens jetzt geskippt. Ich hatte jetzt gerade keine Lust auf ein Event. Muss ich zugeben. Deswegen habe ich es einfach mal nicht draufgeladen auf den Server. Ich sehe gar nichts. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Wo sind wir eigentlich? Achso, wir sind kein Stück wirklich vorangekommen. Da ist die Renio. Oder eine zweite Renio? Hör mal diese hier. Entschuldigung, sind hier irgendwo Sarkos? Zwei Stück. Nice. War das ein Baryonyx oder was? Ich hab Leeches an mir. Wo ist meine Beute? Eine Sarko-Haut. Wo habe ich die andere gelootet? Ne, habe ich nicht. Geh weg. Wo ist der andere Sacko gestorben? Hauptsache, wir haben nicht wenig Leeches an uns. Mein Leech. Da ist ein Todessarko. Ist es das etwa? Ja, ich glaube schon. Ja, cool. Fünf Stück haben wir schon zusammen. Das ist relativ ordentlich. Das geht doch flott. Aber Moment mal. Wir gehen jetzt hier. Das kann rüber. Wieder einen Überblick bekommen. Und weiter suchen. Was war das denn? Hier ist es so rot durchgeschimmert gerade. Noch eine Renio. Ich kriege einen Anfall. Geh weg. Geh weg. Lass mich. Mach doch deine blöde Attacke und schwärme ab.
Meine Güte. Hier, nimm dir das Firumia. Hat geklappt. Cool. Baryonyx. Wir brauchten Sarkos. Da haben wir doch eins. Ach Gottchen. Du stellst sie aber auch an wegen so einer Pfütze, ne? Wir sollten uns vielleicht mal heilen, ne? Die Leeches saugen uns aus. Aber ich will jetzt hier kein Feuer machen auf die Schnelle. Weil wir eh nochmal in den Sumpf rein müssen. Wie viel haben wir? Sechs, ne? Ja, sechs. Cool, vier Sarkos nur noch. Und dann sind wir da auch auf dem richtigen Weg. Im Prinzip nur noch die Dinge aufstellen und dann können wir loslegen. Mehr ist es ja nicht mehr, oder brauchte ich noch irgendwas? Gut, wir müssen uns natürlich umziehen. Weil ich gehe davon aus, das wird nicht funktionieren, aber hey, wir testen es. Testen kann man ja. Oh, ich sehe gar nichts hier. Ja, nichts. Aber hier vorne war doch auch mal so ein Sarko-Moshpit. Whatever. Nö, hier nicht. Da ist doch eins. Zwei, sehr cool. Ich würde euch ganz gerne vorher wegmachen wollen. Warum? Jetzt mal ein Abflug. Wisst ihr was? Wozu habe ich denn mein Schwert? Wenn ich es nicht benutze. Wo ist denn jetzt hier der Body? Da. Sehr schön. Zwei Sarkos nur noch. Oh Gott. Die müssen wir doch eigentlich ziemlich gut finden. Eigentlich. Ihr seht wahrscheinlich mehr als ich. Ich erkenne es nämlich nicht. Finden wir die jetzt am schlausten? Fliegen wir nochmal zurück in die Richtung? Ich wollte eigentlich die andere Richtung nehmen, um Spinos zu jagen. So zwei Stück hätte ich ganz gern noch. Ich finde das ja ganz geil, dass du dich mit der Reignogdata so drehen kannst, aber manchmal denke ich mir so, du siehst damit die Hälfte, ich weiß es nicht. Das ist ein ganz komisches Gefühl dabei. Ganz, ganz komisch. Wo sind denn die Sarkos? Di, 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 di.
Wir sehen gar nichts außer Blätter. Es könnte ja mal wieder hell werden. Das ist ein Baumstamm, das ist kein Sack, oder das ist ein Fiomia. Also wenn hier schon Parasauren rumstehen, glaube ich nicht, dass hier der Sarko ist. Oh, sind wieder fast dead. Hier höre ich doch was. Da war ein Sarko. Jomir getötet. Und Sarko getötet. Nice. Eins nur noch. Und ich glaube, ich habe hier was gehört. Ja. Richtig gehört. Sarko wieder voll? Nee. Sehr schön. Cool. Dann haben wir die zusammen. Oh Gott, wie viel haben wir denn schön gelootet? Dann können wir noch einmal um die andere Richtung rumschwirren. Vielleicht finden wir noch einen oder anderen Spino. Und dann wird halt Boss vorbereitet. Beim nächsten Mal können wir Boss machen. Dann sehen wir ja, ob es passt oder nicht. Bin sehr gespannt. Ich meine, so schlecht waren die beim letzten Mal, glaube ich nicht. Ich muss sie halt nur gut rum herum verteilen können. Aber der Boss hat viel mehr Leben und teilt viel stärker aus. Es muss halt gut laufen. Wir müssen halt direkt den Buff kriegen. Und ja, hochheilen. Ich könnte auch ein Schweinchen mit dem statt noch einen mehr. Aber das Hochheilen, das sind, keine Ahnung, 1000 Leben, das bringt nicht viel. Aber sonst, wir probieren es. Ganz ehrlich, sind wir in Erfahrung reicher. Und beim nächsten Mal würde ich eh wahrscheinlich, wenn, wieder mit den Rexen reingehen. Hallo? Ist das ein Diplo? Ja, das ist ein Diplo. Sah aus wie ein Spino von hinten. Sieht aus wie ein Spino von hinten. Nur ohne Segel. Also ist es kein Spino. Ist hier jetzt auch nicht ein Spiel oder was? Bronto? Zwanzig Rex. Cool. Das ist unser. Ein wilder 202er Rex. Oh. Ich habe mal wieder nicht auf die Stamina geachtet. Jetzt lade ich voll, komm schon. So weit ist jetzt auch nicht. Aber nicht ein Spiel, nur wie ihr seht, ne? Also Drache wird da schwierig, mit den Sachen zusammenzukriegen. Mal gucken. Wird halt ein bisschen warm sein. Aber ich glaube, bevor ich in Drachen reingehe, würde ich, glaube ich, erstmal die Alpha Cave probieren. Alpha Cave. Tech Cave. Nicht in Alpha. Auf Gamma. Gamma-Stufe, definitiv. Die leichte. Wobei ich natürlich ganz gern vorher eigentlich
die Tech-Chest hätte, um im Notfall fliegen zu können, damit der Pump drauf zu juckeln. Und ich glaube, die kriege ich von der Brookmother. Bin mir gar nicht sicher. Na gut, fliegen wir zurück. Kann ich das nach Hause bringen? Dann haben wir doch das heutige Ziel soweit erreicht. Ich bereite das jetzt ein bisschen vor, dass wir direkt in den Bosskampf beim nächsten Mal einsteigen können. Vielleicht machen wir noch ein bisschen was vorher zusammen. Die Rexe müssen noch gelevelt werden. Müssen halt nur drauf gucken, dass die halt auch wirklich 56, 52 Level kriegen, damit die diesmal richtig stark sind. Muss schon sagen, das ist ein guter Boost. Jetzt nochmal, keine Ahnung, 20.000 Leben und dann 100%, was heißt nochmal, auf die, sag ich mal, auf die 400, 500 Schaden kommen. Das könnte auf jeden Fall nochmal helfen. Ja, ich würde sagen, das sehen wir beim nächsten Mal wieder. Und ja, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir wahrscheinlich an der Brutmaser scheitern werden. Ich weiß es nicht, ich hoffe nicht, aber ich glaube, die Chance ist groß, dass das nicht funktioniert. Aber ich habe es dann zumindest probiert. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.